Die Nervosität ist den Immeratern deutlich anzumerken. Unter ihnen befindet sich auch Marlies Bereit, die Vorsitzende des Kapellenvorstands Immerat Neu. In wenigen Minuten beginnt die sogenannte Konsekration, also der Einweihungsgottesdienst der neuen Kapelle. Seit vielen Monaten schon fiebert die gesamte Kirchengemeinde diesem Ereignis entgegen. Wir hatten am 13. September 2013 den ersten Spatenstich. Das war bewusst so gewählt, weil am 13. Oktober die Entwidmung der Immerater Kirche war. Und das war ein Zeichen für die Bevölkerung, es gibt etwas Neues, es tut sich etwas. Denn eigentlich hatte das Dorf eine eigene Kirche. Wegen ihrer enormen Größe und der zwei Türme war sie im Volksmund sogar als Immerater Dom bekannt. Das Dorf liegt aber im Kreis Heinsberg, mitten im Braunkohlerevier des Tagebaus Garzweiler. 2017 soll die Kohle gefördert und das Dorf deshalb abgebaggert werden, mitsamt der alten Kirche. Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung wird in das 10 Kilometer entfernte Immerat Neu umsiedeln. Eine Kirche soll es hier nicht mehr geben. Teile aus dem alten Dom konnten die Immerater aber in die neue Kapelle hinüberretten. Das sind die vier Engel, die stellen das Leiden Christi dar. Dann gibt es eine Marienkapelle im Turm, weil die Marienstatue sehr groß und für dieses Haus nicht proportioniert war. Darum sind wir hingegangen und der Architekt hat das so eingerichtet, dass im Turm eine separate Marienkapelle ist, wo die Madonna ihren Ehrenplatz hat. Aus den Altarstufen ist die Tafel gemacht worden für die gefallenen und vermissten Soldaten. In der Sakristei steht das Taufbecken. Da gibt es auch ein paar Mosaiksteinchen aus dem alten Fußboden der Mettlacher Kacheln. Und da sollen dann auch zukünftig Taufen stattfinden. Zum Beispiel in 14 Tagen ist es schon soweit. Dann finden hier schon die ersten Taufen statt. Und das ist dann auch etwas Althergebrachtes aus der alten Kirche. Der Taufbrunnen stammt sogar noch aus der Vorgängerkirche. Die feierliche Einsegnung beginnt mit einer Prozession. Gemeinsam mit Weihbischof Karl Borsch zieht die Gemeinde vom benachbarten Kaisersaal aus bis hin zur Kapelle. Diese betritt der Bischof als erster. Vor 4 Jahren ist er zuletzt hier gewesen. Jetzt staunt er über die Entwicklungen. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Da gab es hier nur eine Straße und weites Feld rundherum. Innerhalb von 4 Jahren sind viele Häuser gebaut worden rundherum und eine wunderbare Kirche, die neue Kapelle von St. Lambertus Immerat. Ich habe sie heute auch zum ersten Mal gesehen. Ich halte den Bau für einen gelungenen, ansprechenden Raum, der die Gemeinde sammelt und der zum Gebet einlädt. Im Zentrum des Gottesdienstes steht die Weihe des Altars. Dieses Ereignis verfolgt ein Teil der Gemeinde aus nächster Nähe, andere per Videoübertragung vom Nebenraum aus. Marlies Bereit sitzt mitten im Geschehen. Parallelen zu den Gottesdiensten in der alten Kirche möchte sie nicht ziehen. Unser alter Dom war was Einzigartiges, so wie das auch was ganz Besonderes ist hier. Und wir wollen und dürfen nicht vergleichen, wir machen hier einen Neubeginn, einen Neuanfang mit dem neuen Dorf und so geht es auch hier mit dem kirchlichen Leben weiter. 1,5 Jahre lang gab es in der Kirchengemeinde Immerat nun schon keine eigenen Gottesdienste mehr. Stattdessen war Marlies Bereit zu Gast im benachbarten Kückhofen. Das ist ab jetzt nun nicht mehr notwendig.